Einen wunderhübschen wünsche ich. Ihr Lieben, heute mal mit einem Video ein bisschen anders aufgestellt. Ist ja längst überfällig, ne? Hat sich viel getan. Ein ganz gruseliges Jahr haben wir hinter uns. Darf ja auch mal sein, glaube ich, ne? Aber hier soll es jetzt darum gehen, was sich geändert hat. Was neu bzw. alt wieder da ist. Wieso, weshalb, warum? Ne? All diese Fragen, weil ich bekomme auch regelmäßig E-Mails, da gehe ich dann auch darauf ein und eigentlich wäre es ja mal sinnvoll, ein Video dazu zu machen. Ne? So, vorbildlich habe ich mir mal Notizen gemacht. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, das darf dann noch getestet werden. Guckt mal, wie geil das aussieht, das ist die Farbe Ölfleck. Kann jetzt mit der Kamera gar nicht so eingefangen werden. Also, wenn die Sonne drauf scheint, sieht affengeil aus, dann sieht man hier so diesen... Naja, nee. Aber auf manchen Fotos ist das auch richtig gut zu sehen. Aber live sowieso, wieso immer besser. Ja, das soll hier tatsächlich eine Goldglasur sein. Sie ist wunderschön, aber nicht Gold. Ja. Es ist immer wieder erstaunlich, wie doch Farben rauskommen. Aber schaut mega geil aus. So. Wen zeige ich euch denn noch? Ich glaube, der ist ganz toll, oder? Es war mal wieder ein Farbexperiment von mir und ich finde, kann sich sehen lassen, ja. In Zukunft heißen die Geräte Flavor Masters. Auch da, ne, der ein oder andere, das ist genauso eine Geschichte wie mit dem ein oder anderen Zahlungsanbieter, die damit nichts zu tun haben wollen. Und dann ist es auch noch so, die Leute sollen ja am besten nicht... Ja, wie drückt man das aus? Wie drückt man das am besten aus? Also ich darf die Sachen im Shop nicht als Bon deklarieren. Ich darf sie auch nicht als Vaporizer deklarieren. Daher mussten andere Namen her. Vabon geht natürlich auch nicht. Wollten wir uns auch lösen von dem Namen sowieso. Also mussten gänzlich neue Namen her. Und da sind wir jetzt beim Flavor Master gelandet. Genauso, die Bongs heißen in Zukunft Naplines. Aber wisst ihr sicherlich schon, wenn ihr auf unserer Homepage unterwegs seid, dort gibt es natürlich auch die Seite Zukunftsblick. Haben wir mal mit aufgenommen. Dort schreiben wir rein, was wir so geplant haben, was im Gange ist und so weiter und so fort. Alles habe ich noch nicht reingesetzt. Hänge ich ein bisschen hinterher, aber das meiste ist doch schon zu lesen. Und das ein oder andere schon zu sehen. Unsere Backjacks kennt ihr inzwischen. Ne? Video zur Funktionsweise, zur Säuberung kommt auch noch, ist alles in Arbeit. Was ist noch neu? Genau, die Flavor Masters habe ich euch gezeigt. In Zukunft wird es dort viel, viel, viel sympathischer. Sympathischere Preise geben. Denn der Sale hat uns mal wieder gezeigt, war schon attraktiv, oder? Ja, und hat sich gelohnt. Wir haben auch das gleich wieder umgewälzt und investiert. Hat Spaß gemacht und viele neue Ideen sind entstanden. Neue Kreationen. Habe ich euch den hier schon gezeigt? Finde ich auch super, super schön. Der sieht scharf aus, oder? Oh, den würde ich am liebsten selbst behalten. Aber ich habe mich dann schlussendlich doch für ein rotes Modell entschieden. Werdet ihr sehen in dem Video, was ich euch unten verlinke. Da zeige ich euch, wie das in Zukunft mit den Vapus-Verkabeln abläuft. Hat sich, wie gesagt, einiges geändert. In Zukunft könnt ihr die Vase separat erwerben zum Set, wo die Elektrik drin ist. Und zum Vapor. Das muss jetzt alles separat gekauft werden. Hat so einige verschiedene Gründe, die aber für euch und für uns ist es eine Win-Win-Situation. Genau. Lest da einfach mal nach auf unserem, nicht Blog, unserer Homepage. Blog soll auch noch kommen. Ja, vieles geplant. Ich tanze gerade auf mehreren Baustellen, wie ihr merkt. Genau. Aber jetzt sind wir erstmal bei den Flavor Masters. Das Prinzip, auch die Heiztechnik, ist hier die bisherige mit unserer Edelstahlheizpatrone, mit dem Trafo,
mit der Kräuterkugel, mit dem Sieb, ne, kriegt er ja alles dazu. Also nach wie vor ist dann zu einem Gerät, den teste ich übrigens gleich, werde ich natürlich hier nicht zeigen. Da wiederum, um sowas sehen zu können, müsste auf Instagram kommen. Im Übrigen gibt es auch TikTok und Pinterest. Kommt mal dazu, ich würde mich freuen. Damit unterstützt du uns auch gleich, ne? Also, zu jedem Gerät gibt es in Zukunft nach wie vor die Kräuterschale, die kennt ihr noch, ne? Die Kräuterkugel, da kommt das Edelstahlsieb rein, ne? Ist hier gerade in dem Fall schon drin, weil ich will ja gleich testen. Und den Borac gibt es dazu, zu jedem Modell. Ist schon eine coole Sache, ne? Weil wir empfehlen immer, Borac darauf legen und wenn ihr ihn dann braucht, weil ihr dampfen wollt, einfach benutzen und danach wieder ablegen. Erstens kann er nicht runterrollen und zweitens, ihr könnt ihn jederzeit anfassen, weil manchmal die Keramik wird warm, leitet, ne? Und ja, so ist einfach viel besser. Genau, ihr Lieben, ich glaube, ich bin schon durch. Preise habe ich bereits angedeutet und in Kürze werden wir die ersten Geräte online stellen. Spreche ich es noch an oder spreche ich es nicht an? Manchmal gar nicht so einfach. Ja, okay, ihr Lieben, also besucht uns auf unserer Homepage, Zukunftsblick, ganz wichtig. Schaut mal in unseren Shop rein, noch wichtiger. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ihr kennt noch unsere alten Modelle. Ihr kennt auch die Hall of Fame auf unserer Homepage vielleicht. Schaut da mal rein. Und die alten Modelle machen wir auf Nachfrage. Ja, also wenn ihr einen Wunsch habt, wir wissen nicht, schreibt. Das gilt natürlich auch für Art Editions, wenn ihr irgendwas gebaut haben wollt oder irgendwas in einer bestimmten Glasur haben wollt oder irgendwas draufgemalt haben wollt, einfach schreiben. Entweder über das Kontaktformular über die Homepage oder halt direkt eine E-Mail. Ne? Ist ja überall hinterlegt. Genau, unten drunter verlinke ich euch jetzt dann noch das YouTube-Video, wie ihr den Vapo installiert. So bezeichne ich es jetzt einfach mal. Und genau, ansonsten habe ich alles. Ja, doch, ich glaube, ich habe alles. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen, okay? Ich bin selber auch so. Bis ich was verstanden habe, kann ich ganz schön nervig sein. Ja, und nee, ansonsten macht Spaß. Besonders liebe E-Mails machen immer Spaß. So, ja, genau. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen zauberhaften Tag. Wir hören und sehen uns. Ciao.